Herzlich willkommen zum D-Commerce Interview Vlog und Podcast. Herzlich willkommen, Jens Plath, alter Münsterländer, jetzt Schweizer, lange in der Payment-Branche bekannt, glaube ich, einer der Digitalisierungspioniere Payment Deutschland auf jeden Fall, jetzt in der Schweiz unterwegs, CMO bei Twint. Musst du, glaube ich, gleich alles mal so ein bisschen erklären. Wir hatten gerade schon mal im Vorgespräch ganz kurz festgestellt, dass wir uns doch schon länger kennen, als ich es vermutet hatte. Und zwar noch, als ich für ePages unterwegs war und wir mal eine gemeinsame Veranstaltung mit PayPal hatten. Du als Ex-PayPal sozusagen warst da ja auch sehr, sehr viele Jahre unterwegs. Kannst du so ein bisschen was, bevor wir bei Twint einsteigen, so ein bisschen sagen, was du schon alles bei PayPal hinter dich gebracht hast? Ja, das kann ich. Hallo erstmal, Dietmar. Toll, hier zu sein. Ich bin tatsächlich schon ein paar Jährchen im Payment unterwegs, war 7 Jahre bei PayPal, da haben wir uns auch kennengelernt damals und habe dort unter anderem die Partnerschaften geleitet, das Team. Und wir haben dort die Partnerschaften mit großen Multipliern gemacht. Also sprich die großen Shop-Systeme und PSPs und so weiter. Ich habe dann auch bei PayPal nochmal eine Weile den Bereich P2P geleitet und bin dann nach einer kleinen Pause tatsächlich seit 2 Jahren jetzt in der Schweiz. In der Schweiz bei Twint. Twint ist ja, glaube ich, in der Schweiz eine richtig große Nummer, in Deutschland aber noch so ein bisschen unbekannt, oder? Das ist tatsächlich so und es ist wirklich auch recht strange für mich als jemand, der immer noch regelmäßig auch in Deutschland oder mit deutschen Freunden und Kollegen unterwegs ist. Jemanden in der Schweiz zu erzählen, was Twint ist, ist völlig absurd, weil jeder Mensch kennt Twint in der Schweiz. Und in Deutschland kennt es tatsächlich kaum jemand. Das ist auch nicht verwunderlich, weil es gibt es nicht in Deutschland. Das ist eben das digitale Payment-System der Schweiz und in der Schweiz ist es tatsächlich inzwischen so, dass nach den gerade mal 5 Jahren, die es uns so richtig gibt, haben bereits über die Hälfte der Bevölkerung sind Twint-Nutzer. Bevor jetzt aber alle schon wieder auflegen und sagen, oh Gott, Payment, wie langweilig und dann noch in der Schweiz, das interessiert mich nicht. Können wir schon mal eins vorwegnehmen. Ich habe dich nicht eingeladen, um über reines Payment in der Schweiz zu reden, sondern aus einem ganz anderen Thema, um das schon mal vorwegzunehmen. Aber erzähl bitte weiter. Nein, also ich finde es ja immer wieder ganz interessant, weil auch in Deutschland wird natürlich immer viel über Mobile Payment gesprochen und über die Zukunft des Payments insgesamt im Zusammenhang mit eben EPI oder auch anderen Vorhaben. Und in der Schweiz ist es tatsächlich so, dass das Thema ist sozusagen, ja, ich würde jetzt sagen nicht durch, aber es ist völlig klar, dass es funktioniert, dass sich die Banken zusammentun, auf ein gemeinsames Mobile Payment System etablieren und das sogar sehr, sehr erfolgreich machen, so dass die Menschen in der Schweiz dieses wirklich sehr, sehr gerne aufgenommen haben und tatsächlich lieben und täglich benutzen. Da kann man sich immer die Frage stellen, warum funktioniert das in der Schweiz? Du bist schon zu tief drin, du musst ja eigentlich erstmal erklären, was ist denn der Unterschied? Ne? Also in Deutschland hast du so die Sparkassen-App oder du hast PayPal oder du hast Apple Pay. Was ist der Unterschied? Was macht Twint anders? Ja, Twint ist vor allen Dingen sehr verwurzelt im Land. Das heißt, Twint hat einen Ökosystemansatz. Wir sind ein Vier-Parteien-System, ganz klassisch, so wenig wie die Kartensysteme, Kartenschemes das eben auch sind. Das heißt, wir sind praktisch als Scheme erstmal in der Rolle, als Firma Twint. Musst du mal erklären, was ein Scheme ist, ist nicht eben klar. Ein Payment-Scheme, ja, das ist jetzt, führt auch dann wieder zu weit, aber grundsätzlich gibt es ja bei den Card-Schemes gibt es ja die berühmten Issuer und die Acquirer und die Issuer sind diejenigen, die quasi für den Kontakt mit den Consumern verantwortlich sind, das sind die Banken der Consumer und die Acquirer sind sozusagen die Banken der Händler und in diesem Vier-Parteien-System aus Consumern,
Issuern, Acquirern und Händlern. Dadurch entsteht, dass die alle zusammenarbeiten nach bestimmten Regeln, entsteht dann sozusagen ein Zahlungs-, ein Payment-Scheme. Das ist bei allen Kreditkarten so und das ist auch bei Twint so. Okay, und jetzt warst du gerade dabei, ich hatte dich ja unterbrochen, zu sagen, als du gesagt hast, wie es funktioniert so ein bisschen, und jetzt hast du die vier Parteien erklärt. Was ist jetzt die besondere Rolle von Twint? Ich glaube, das Besondere, wie gesagt, ist die Verwurzelung. Twint ist zunächst erstmal eine App oder beziehungsweise eine App in inzwischen 20 verschiedenen Varianten, nämlich jede Bank hat ihre eigene Variante dieser App. Und damit kann man zunächst erstmal bezahlen. Damit kann man nicht nur sich Geld hin und her senden unter Freunden und Familie, sondern eben auch im Supermarkt bezahlen, im Baumarkt, im kleinen Hofladen, der gar kein Terminal hat, einfach durch Scannen eines QR-Codes an der Ladentheke. Man kann aber genauso gut in jedem Online-Shop bezahlen. Man kann aber noch viel mehr damit machen, weil es gibt auch sehr viele Use Cases, die direkt in die App integriert sind. Die Twint-App ist auch die größte Parking-App in der Schweiz. Das heißt also, alle Parkvorgänge laufen quasi über Twint, über die Twint-App. Ich kann einen Großteil der Spenden in der Schweiz laufen über die Twint-App. Ich scanne einfach mit der Twint-App einen QR-Code von zum Beispiel einem Plakat einer Spendenorganisation und kann dann gleich eine Spende machen. Wie groß ist alles die Akzeptanz in der Schweiz davon, dass du, weil dass es technisch funktioniert, kann ich mir vorstellen, dass es einfach ist. Du hast ja was gerade von der Verwurzelung gesagt, aber naja, ich scanne ja irgendwo einen QR-Code, mein Geld ist dann weg. Gibt es da so Ressentiments gegenüber der Nutzung oder hat sich das einfach, weil ist das gar kein Thema, weil da das Bankensystem auch der Schweiz hintersteht? Also natürlich gab es am Anfang Skepsis bei sehr vielen Leuten, auch in der Fachwelt sehr stark, die gesagt haben, ach, wozu brauchen wir das denn? Wir haben doch irgendwie die Payment-Systeme der großen Handyhersteller, um jetzt keine einzelnen zu nennen, und ist doch völlig überflüssig und hat auch gar keine Chance, ist auch eine Totgeburt. Ich sag mal, das war natürlich am Anfang auch nicht so ganz einfach. Man hat aber durch diesen Ökosystemansatz es geschafft, von vornherein auch viele große Partner, sind ja nicht nur die Banken, sondern eben auch der größte Post-Acquirer in der Schweiz ist Worldline, der war von Anfang mit dabei. Auch die großen, die beiden größten Händler, Konzerne, Coop und Migros waren dabei. Das heißt, man hatte von Anfang an eigentlich eine gute Startposition, um das auch erfolgreich zu machen. Und inzwischen ist es auch so, also die User, die waren von Anfang an begeistert, weil wir haben ein Problem gelöst, das P2P-Problem, was vorher keiner gelöst hat. Und plötzlich haben sich alle Menschen mit Twint ihr Geld hin und her getwintet, wie man in der Schweiz tatsächlich sagt. Ja. Daraufhin kam das Userwachstum. Ist denn das auch einfach? Und wir kennen hier in Deutschland diese App. Ich habe auch letztens mal mit dem Erik Meyerhoff ein Interview geführt, da habe ich ihm das auch ein bisschen vorgeworfen, dass Quid jetzt nicht die beste Lösung ist, das ist sozusagen die deutsche Peer-to-Peer-Lösung der Sparkassen. Das ist ein bisschen kompliziert und nicht so einfach möglich und hat auch nicht so eine große Akzeptanz tatsächlich, obwohl da ja auch sehr viel Werbung reingegeben worden ist. Das habt ihr aber einfacher gelöst, ähnlich wie so ein wie PayPal das auch gemacht hat, mit dem privaten PayPal-Geld hin und her senden. PayPal-Freunde heißt es ja, glaube ich. Oder wie stelle ich mir das vor? Ja, das kann man sich schon ähnlich vorstellen. Also ist es tatsächlich so, dass ich das Einzige, was ich brauche, ist, ich muss die Telefonnummer des Gegenübers haben, dem ich Geld schicken möchte. Und die habe ich in der Regel ja in meinen Kontakten gespeichert. Das heißt also, ich gehe einfach auf Geld senden, wähle den Kontakt aus, gebe den Betrag ein, gehe auf Senden und das war's. Ich kann aber noch viel mehr machen. Ich kann Geld anfordern. Ich kann zum Beispiel durch diesen Verbund von verschiedenen Zahlarten wird das Ganze richtig interessant. Wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Kneipe abends ein Bier ausgebe oder die Runden da bezahle und am Ende sage, komm, lass uns doch den Betrag aufteilen, dann bezahle ich in der Kneipe mit Twint. Das geht sehr schnell und einfach.
Ich nehme anschließend, klicke ich auf die Transaktion, wähle kurz die Leute aus, die dabei waren, und klicke nochmal einen Knopf. Der Betrag wird automatisch auf alle aufgeteilt. Die kriegen einen Request und bestätigen das und haben schon zurückgezahlt. Das geht innerhalb von Sekunden. Da gibt es ja eine Menge solche einzelnen Tools. Aber das, was ich verstanden habe, warum ich das auch so faszinierend finde, ist, das ist ja so eine Art Super-App. Ne? Oder zumindest geht es in diese Richtung, dieser Super-App zu werden, dass ich sage, ich habe ein, es geht irgendwie um Transaktionen, um Geld und ich brauche jetzt nicht die eine App, die mir sozusagen den Kneipenbeleg aufteilt, eine andere App fürs Parken und dann nochmal eine App zum Bezahlen, sondern ich mache das in einer. Ne? Ist das so? So habe ich für mich ja, den Mehrwert erstmal gespeichert. Das ist genau die Idee. Also ich habe eben nicht eine andere App zum Bezahlen des Betrags an den Wirt in der Kneipe und brauche dann eine andere App, um den Betrag wieder aufzuteilen und erfreuen, sondern das funktioniert alles in einer App. Und das ist auch die gleiche App, mit der ich auch alle meine Online-Käufe mache, mit der ich alle meine Spenden mache, alle meine Parkvorgänge mache. Ich kann Gutscheine kaufen in der App und verschicken. Ich kann verschiedene Deals bekommen. Ich habe Cashback eingebunden in die App. Ich kann also immer mehr damit machen mit dieser App. Und dieser Verbundeffekt, der dadurch zustande kommt, ist tatsächlich das, was am Ende die App erfolgreich macht. Ist die App denn eine Wallet, so genannt? Oder also behält sie das Geld drin oder verwaltest du das Geld der anderen Banken sozusagen mit? Wie stelle ich mir das vor? Nein, es ist im engeren Sinne keine Wallet, sondern Twint ist eben als Zahlungsscheme, also Twint ist sozusagen zum einen eine App und zum anderen ein Zahlungsscheme. Das heißt, die Zahlungen, die ich mache, die landen direkt bei meiner Bank und gehen dort vom Konto normalerweise ab. Ich kann das auch auf die mit dem Konto verbundene Kreditkarte routen, das geht auch. Aber es ist sozusagen nicht wie bei PayPal, dass ich ein Fund-in-Fund-out-Mechanismus habe, sondern es ist am Ende im Account-to-Account. Wie groß ist jetzt, du hast vorhin schon mal angefangen aufzuzählen, so der ein oder andere Metro, Migros und so weiter, was es dort gibt in der Schweiz. Wie groß ist denn so die Akzeptanz auch so in den ganz normalen Läden? Also es gibt in etwa 200.000 Stellen, wo ich mit Twint zahlen kann in der Schweiz, online und offline. Das heißt also, das meine ich auch mit Verwurzelung. Man kann tatsächlich vom großen Supermarkt oder von den großen Online-Stores, Digitec und so weiter, dort kann ich überall mit Twint zahlen. Aber ich kann auch, wenn ich jetzt irgendwo in den Bergen wandern gehe und irgendwo einen Hofladen, einen Bauernhof sehe mit einem Hofladen, der vielleicht irgendwo da ein paar Getränke rausgestellt hat, so zum Self-Service, auch da hängt auch der Twint-Aufkleber, den ich einfach scanne und dadurch bezahlen kann. Und da muss ich kein Bargeld dabei haben. Warum funktioniert das? Also von ganz, ganz klein bis ins ganz, ganz große ist eben diese komplette Abdeckung das, was natürlich den Nutzen für so eine App extrem groß macht. Für den Jetzt musst du mir erklären, die Schweiz steht zwar für das Thema Geld in Europa, aber nicht unbedingt für digitale Innovationen. Wie kann es sein, dass ihr schon so viel weiter seid, wie wir hier in Deutschland, ne, also sozusagen für den Endconsumer-Bereich, ne, ich rede jetzt nicht von Bankentransaktionen und so weiter, aber da steht ja die Schweiz nicht gerade dafür, dass es sozusagen der Digitalisierungsstandort ist. Aber so wie du das beschreibst, ist es ja eigentlich schon eine Evolution dessen, was sozusagen hier in Deutschland noch gar nicht stattgefunden hat, was ja noch zu viel mehr Vereinfachung führen kann. Ne? Also wir haben ja hier genau überall in Deutschland, gibt es, glaube ich, bei mir in der Umgebung, hinter jeder zweiten Milchkanne steht so ein Automat mittlerweile, wo du irgendwie an so einem Bauernhof frisch die Milch kaufen kannst oder ne, Eier und was es da sonst alles gibt. Aber das Bezahlen ist immer noch sehr rückständig hier. Ne? Und das ist noch nicht wirklich komfortabel. Das heißt also, die Innovation genau. Fehlt. Der gleiche Automat hätte jetzt einen QR-Code-Aufkleber. Das heißt, ich würde praktisch einfach einen Betrag an den Automaten senden und könnte dann damit bezahlen im Automaten. Das funktioniert. Dann nochmal so eine alte Anekdote, die muss ich jetzt rauskramen, musst du aushalten als Ex-PayPaller. Ich war einer der ersten, die mit auf diesen QR-Code PayPal-Zug aufgesprungen sind und wollte eine Kassensoftware dort entwickeln und dann dachte PayPal dann irgendwann so, ach, QR-Codes sind out, die brauchen wir nicht mehr. Also nur nochmal so eine Anekdote, ist schon ein paar Jahre her das Ganze, aber ja. Nein, die Story geht ja weiter. Wir waren ja damals, haben tatsächlich diese Experimente mit dem QR-Code-Payment gemacht bei PayPal in Deutschland. Oldenburg war der Testmarkt. Und
Das haben wir gemacht. Das war auch interessant und war auch gut und war auch visionär. Jetzt kann man auch nicht sagen, dass die Technik noch nicht so reif war, weil QR-Codes gab es auch damals schon, ich weiß nicht, 10 Jahre oder so. Das ist jetzt aber auch wieder 10 Jahre her. Jetzt haben wir damals natürlich immer so gesagt, ja gut, jetzt fangen die da in der Schweiz irgendwie mit QR-Codes irgendwie an. Kann das denn was werden? Ja, es wird was. Wir sehen natürlich auch in anderen Ländern, dass QR-Codes in aller Munde sind. Als ich in die Schweiz kam, vor 2 Jahren, war Twint aber immer noch der Einzige in der Schweiz, der wirklich auf QR-Codes massiv gesetzt hat. Und in den letzten 2 Jahren hat sich das natürlich massiv geändert. Während der Pandemie waren überall plötzlich QR-Codes zu sehen für alle möglichen Anwendungen. Ich vermute, das ist in Deutschland auch so. Und wir wissen, dass eben auch PayPal plötzlich 10 Jahre später doch wieder auf QR-Codes am Post setzt und diesmal aber wirklich das machen möchte. Ich sag mal, in der Schweiz ist, glaube ich, der Zug dann leider an der Stelle schon abgefahren. Ja, das ist, war nochmal eine nette Anekdote sozusagen aus der Vergangenheit, weil ich fand, der QR-Code macht halt so ein bisschen so, dass den Übergang von dem rein physischen zum digitalen relativ einfach. Also du zückst halt deine Kamera und das war's. Und das ist, fand ich schon immer faszinierend. Und es war halt nur eine Frage der Zeit. Und ich glaube, genau wie in der Schweiz hat die Pandemie hier dazu beigetragen, du musstest irgendwie, egal wo du hin wolltest, immer irgendwann irgendwo einen QR-Code scannen. Das heißt, du musstest, ja, wenn du irgendwas machen wolltest im Restaurant, ohne QR-Code warst du schon teilweise aufgeschmissen. Ne? Und ich denke mal, das hat die Akzeptanz auf jeden Fall nochmal erheblich nach vorne gebracht. Was ist denn jetzt so, was sind denn die nächsten geplanten Schritte? Du erzählst schon so ein bisschen, ihr seid eigentlich ja schon in vielen Bereichen unterwegs. Wollt ihr jetzt noch mehr Bereiche für euch adaptieren oder noch mehr Anwendung reinbringen? Was ist sozusagen der nächste logische Schritt daraus? Ich glaube, das, was man von Twint wirklich lernen kann, ist, dass der Erfolg kommt letztlich durch den Netzwerkeffekt, aber nicht nur den Netzwerkeffekt vieler Akzeptanzstellen, vieler Kunden, sondern auch durch sozusagen den Verbundeffekt vieler Anwendungen in der App. Ich habe also tatsächlich eine App, mit der ich durch den ganzen Tag mich twinten kann, wie wir hier sagen. Ich kann also morgens meine Brötchen bestellen, ich kann mein Ticket kaufen für die Tram, ich kann mittags meinen Lunch bestellen oder wenn ich ausgehe, kann ich dort bezahlen, vielleicht kann ich sogar schon den Tisch reservieren und so weiter. Ja, ich kann, dann gehe ich abends ins Kino und habe meine Tickets über Twint, bezahle die, rufe mir noch ein Taxi über Twint, das kann ich alles mit Twint dann machen. Und diese Alltagsrelevanz, die haben wir jetzt schon. Es gibt also viele, viele Nutzer, die wirklich mehr als täglich Twint benutzen bereits. Und diese Zahl, die steigt von Monat zu Monat extrem an, von täglichen und mehr als täglichen Twint-Nutzern. Und das ist eben genau das, wo wir hinwollen. Wir wollen praktisch der Begleiter durch den gesamten Alltag werden, indem wir immer mehr gar nicht das Thema Zahlen in den Vordergrund stellen, sondern quasi immer mehr Alltagsroutinen der Menschen in die App integrieren oder durch die App digitalisiert möglich und zugänglich machen. Dazu gehört natürlich nicht nur das Thema Payment, sondern auch sozusagen das Thema ID oder Login in verschiedene Services, digitale Services. Ich muss also praktisch als Twint-Nutzer aus der App heraus sofort zugänglich mit 1-2 Klicks eigentlich jeden Use Case nutzen können und bezahlt ist dann quasi auch schon. Also sprich Embedded Payment ist da sicherlich auch das Stichwort. Das geht natürlich nur, wenn ich eben Payment sozusagen im Core auch drin habe und drin behalte. Aber wenn ich mich nicht darauf ausruhe, sondern wenn ich darauf aufbauend mich zu immer mehr Use Cases vorwage. Und die Art und Weise, wie wir das machen, ist eben nicht, dass wir sagen, wir bauen das alles selber irgendwie in die App ein, sondern wir arbeiten eben sehr stark mit Partnern, mit einem Ökosystemansatz. Wir integrieren also alle Use Cases eigentlich immer über Partner in die App hinein. Für die Partner ist das extrem attraktiv. Hier zum Beispiel unser Parking-Partner in der Schweiz, ParkingPay, hat es eben dadurch, durch diese Kooperation geschafft, eben sehr, sehr erfolgreich zu sein und eine der erfolgreichsten Parking-Apps
Apps in Europa zu werden oder Anbieter in Europa. Die App ist tatsächlich am Ende ja die Twint-App. Ja. Für den Nutzer ist das super, weil der vertraut natürlich Twint. Twint ist eine der beliebtesten Marken in der Schweiz inzwischen. Sehr, sehr starkes Vertrauen führt regelmäßig da die Rankings auch an. Und das ist für den User auch komfortabel, weil er weiß, okay, also wir arbeiten oder die Partner, mit denen wir arbeiten, da kann er sich auch drauf verlassen. Und das dadurch wird dann sozusagen für alle Beteiligten auch. Jetzt muss ich, ich schaue auf die Zeit und ich habe aber noch zwei, drei dringende Fragen, die ich noch loswerden will, weil wir sind schon sonst gleich drüber über die Normalzeit. Das erste wäre, wenn ich jetzt als Händler aus Deutschland oder Österreich sozusagen mit Schweizern Geschäfte machen möchte, bringt das irgendeinen Vorteil oder kann ich auch Twint als Zahlungsmethode in sozusagen integrieren oder ist das noch eine andere Ebene? Bin ich dann wieder weiterhin bei Kreditkarte und PayPal angelangt? Da muss man jetzt differenzieren. Also wenn ich jetzt praktisch als Händler in der als Schweiz... Als deutscher Händler und ich möchte in die Schweiz liefern. Das ist immer die Frage der Payment-Methoden ja auch. Also solange ich quasi ein Angebot quasi exklusiv für die Schweizer Bevölkerung mache, dann kann ich Twint integrieren. Was schwierig wird, ist aus Asien irgendwelche Sachen zu bestellen, die in einem asiatischen Shop, der eben eigentlich für asiatisches Publikum... Also die meisten, die sozusagen meinem Podcast und Blog folgen, sind deutsche Händler oder österreichische Händler, die sozusagen ihr rein physikalische Produkte hier in Deutschland haben und auch in die Schweiz versenden wollen. Und da ist es ja so, als wenn du in die Niederlande versenden möchtest und hast kein iDeal sozusagen als deutscher Händler, dann fällt es dir schwer. Ist das auch schon so weit, dass wenn ich in die Schweiz versenden möchte, brauche ich dann schon Twint als Händler hier auch vor Ort oder eher noch nicht? Also der Anteil von Twint im E-Commerce, in den E-Commerce-Transaktionen, das hängt jetzt immer ein bisschen davon ab, ob man mit oder ohne Rechnungskauf rechnet, aber der liegt so ungefähr auf dem Niveau der Kreditkarte. Das bedeutet also irgendwo so 20-30%. Das heißt also, ich kann dann auch ich könnte in meinem deutschen Shop, wenn ich direkt in die Schweiz, also exklusiv an die Schweizer liefern will, dann auch Twint als Zahlungsmethode anbieten oder ist das eher so noch die Ausnahme? Wenn ich einen Shop anbiete in der Schweiz, in Schweizer Franken für die Schweizer, dann kann ich das machen. Ja. Und dann kommen wir noch zu meinem. Also ich kann mit Twint nicht in Euro zahlen. Ja, ich meine, die Schweizer, ich habe es sozusagen in Schweizer Franken, dafür war es auch genauso gedacht, ne? Also das war auch schon, beantwortet meine Frage auf jeden Fall. Dann. Also wir haben ja Integrationen zum Beispiel mit Adyen oder auch mit anderen PSPs auch, die international tätig sind und es gibt viele international tätige Händler, die auch in der Schweiz anbieten. Auch viele Services haben wir auch von den Digital-Services, haben natürlich auch internationale Muttergesellschaften. Das ist kein Problem inzwischen. Dann kommen wir zu meiner abschließenden Frage. Du bist ja auch einer der Mitautoren unseres erfolgreichen Buchs Digitale Revolution. Und als solches muss ich dir natürlich noch so eine Abschluss-Innovationsfrage stellen. Was glaubst du denn, wird hier für Deutschland das nächste große Ding im Payment sein? Ist das eher sowas wie Twint? Ist das Twint? Oder sagst du, na, das ist Deutschland ist ein Markt, der nochmal komplett anders ist, weil es irgendwie Gründe gibt, um das nochmal neu zu besetzen? Also ich würde es mal so formulieren. Twint ist sicherlich was ganz Besonderes, aber es ist insofern nicht einzigartig, dass es eben auch in anderen europäischen Ländern sehr, sehr erfolgreiche Domestic Payment Schemes im Mobile Payment Bereich gibt. Also die Nordics sind immer so die klassischen Beispiele, aber im Grunde genommen gibt es das nicht nur in Skandinavien, sondern ja auch in Polen oder Niederlande und in vielen anderen Ländern auch. Jetzt ist die Frage, warum gibt es das in Deutschland nicht? In Deutschland ist tatsächlich die Mobile Payment Quote noch sehr, sehr stark zurück gegenüber Schweiz zum Beispiel oder auch in Schweden, Dänemark. Und die Gründe dafür kann ich jetzt auch nicht pauschal sagen. Meine Vermutung ist ja, dass sozusagen Sparkassen und Raiffeisenbanken und Commerzbank sich hier nicht so sehr grün sind, um sich auch gemeinsam irgendwie mal auf etwas einigen zu können.
Das ist absolut notwendig dafür. Allerdings haben wir die gleiche Situation in der Schweiz auch. Also wir haben ja, wie gesagt, 30 Banken fast, die am Ende des Jahres Twin Apps anbieten werden. Und auch die mussten sich ja ursprünglich mal auch zusammenraufen und sagen, ja, wir wollen hier etwas gemeinsam tun. Das war auch nicht einfach, ja, aber es ist gelungen. Und vielleicht ist das der Unterschied, dass hier die Kultur und das Bewusstsein dafür und die Unternehmenskulturen eben offen sind für solche gemeinsamen Innovationen. Vielleicht mehr als in Deutschland. Es kann mit der Größe zu tun haben. Allerdings gibt es natürlich jetzt auch andere Länder global gesehen, die größer sind als Deutschland, wo das auch gelungen ist, solche Standards oder solche Produkte auch durchzusetzen. Also ich glaube, grundsätzlich wäre das durchaus möglich. Es braucht immer die Banken. Ich glaube, die Banken, die wahrscheinlich scheitert es gar nicht an den Banken, die haben da ja auch durchaus Interesse dran. Es braucht aber dann zusätzlich auch natürlich Händler und Acquirer, um das erfolgreich zu machen. Und wenn alle sich zusammenraufen können, sagen, ja, es macht Sinn und wir glauben daran, dann funktioniert das. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen, das sehen wir in der Schweiz, aber auch in anderen. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als zum Schluss nochmal zusammenzufassen. Ich würde mir wünschen, Twint kommt nach Deutschland oder in Deutschland macht jemand eine andere Innovation, die so ähnlich ist, weil es auch meinen Alltag tatsächlich und den von vielen erleichtern würde und auch, glaube ich, von den diesen Entry-Level, was Payment angeht, bei vielen Händlern auch nochmal, digitales Handling ja nochmal extrem weit nach unten legt. Ich glaube, das ist ja auch nochmal ein ganz, ganz großer Vorteil, um wieder lokalen Handel und sozusagen gerade auch Handel auf dem Dorf oder in kleineren Läden und so weiter nochmal weiter zu befeuern. Das war für mich so eines der wichtigsten Learnings, was ich mitgeben möchte, dass wir, glaube ich, uns, um genau die nicht abzuhängen, weil da ist, glaube ich, ein viel größeres Potenzial. Ich glaube ja persönlich dass das Kleine und Individuelle eher wiederkommen wird. Und denen sind doch durch die herkömmlichen Bankensysteme sehr viele Hindernisse in den Weg gelegt. Und da kann Twint oder etwas wie Twint dann hoffentlich uns bald allen helfen. Jens, ich danke dir am Freitagnachmittag für die Zeit, dass du vorm Feierabend noch zugeschaltet bist. Ich hoffe, wir sehen uns mal wieder in Münster, wenn du deine alte Heimat mal besuchst. Dann herzlich eingeladen, mich am Hafen zu besuchen. Danke für die Zeit. Sehr gerne. Ich bin ja doch regelmäßig noch da, habe da ja noch Familie im Münsterland. Insofern immer wieder gerne. Ich danke dir. Vielen Dank, Dietmar. Wir hoffen, Ihnen hat diese Folge gefallen. Vergessen Sie nicht, uns zu abonnieren. Wenn Sie noch mehr Spannendes zu diesem Thema erfahren möchten, bestellen Sie noch heute den Bestseller Digitale Revolution. Bis zum nächsten Mal, euer D-Commerce-Blog.